Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam Seefrachtverträge an. Schauen wir zunächst auf die Beteiligten. Wir haben hier auf der einen Seite den Verfrachter. Das ist derjenige, der den Seetransport tatsächlich durchführt. Auf der anderen Seite haben wir den Befrachter. Das ist derjenige, der den Transportvertrag sozusagen mit dem Verfrachter abschließt. Verfrachter ist auf Englisch Carrier, wie hier dargestellt. Befrachter ist Shipper oder Charterer. Eine Besonderheit finden wir hier in der untersten Box. Das ist der Ablader. Den gibt es nur nach deutschem Recht. Er übergibt die Ware an den Verfrachter, ist also häufig der Interessensvertreter des Befrachters vor Ort. Vor Ort meint hier dem Hafen, an dem die Ware losgeschickt wird. Kommen wir zu den gesetzlichen Grundlagen. Hier haben wir national das fünfte Buch des HGBs, welches basiert auf dem internationalen Recht, was die Hague-Wisby-Regeln sind. Wichtig, keine gesetzlichen Grundlagen, aber häufig Vertragsgrundlagen sind die AGB der Reedereien, die dann auf der Rückseite des Konnoissements häufig zu finden sind. Diese müssen natürlich auch, solange sie den Regeln entsprechen, eben beachtet werden. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir haben hier sechs Beteiligte. Wir haben zunächst mal einen Exporteur, wir haben eine Spedition, wir haben einen Seehafenspediteur, eine Reederei, noch einen Seehafenspediteur und natürlich einen Empfänger, bei dem die Ware ankommen soll. Der Prozess wird angestoßen, indem der Exporteur natürlich die Spedition mit der Versendung der Ware bzw. der Besorgung der Versendung eben beauftragt. Das ist jetzt bei unserem Beispiel hier so. Das könnte natürlich auch angeschoben werden durch einen Importeur. Aber wir bleiben jetzt eben bei unserem Beispiel. Der Exporteur beauftragt mit Hilfe eines Speditionsvertrags die Spedition damit, die Versendung zu besorgen. Die gesetzlichen Bezeichnungen lauten demnach hier Versender für den Exporteur und die Spedition ist eben ganz klassisch hier der Spediteur, so wie wir das aus dem Speditionsrecht eben auch schon kennen. Die Spedition beauftragt nun die Reederei damit, den Seetransport durchzuführen. Das sind also die beiden Begriffe bzw. die beiden Beteiligten, die wir am Anfang von diesem Video kennengelernt haben. Nämlich der Verfrachter, also die Reederei, führt den Seetransport durch und die Spedition wird hier zum Vertragspartner des Verfrachters, also die korrekte Bezeichnung lautet hier dann Befrachter. Nun muss der Spediteur oder kann der Spediteur eben, wenn wir jetzt sagen, die Ware wird ab Hamburg verschifft, eben einen Speditionsvertrag mit einem Seehafenspediteur abschließen, der im Hamburger Hafen eben sitzt, der dann vor Ort eben die Ware übergeben kann an die Reederei. Dies bezeichnen wir dann, wie wir auch am Anfang von diesem Video schon gelernt haben, als Ablader. Also der Seehafenspediteur am Ausgangshafen, zum Beispiel jetzt in Hamburg, das ist der Ablader. Nun ist es natürlich so, dass gerade in der Seefahrt die Waren oft über große Distanzen gehen und wir dann zum Beispiel, wenn die Ware jetzt von Hamburg nach Shanghai geht, am Hafen in Shanghai eben nicht so wirklich Zugriff auf die Ware haben und dementsprechend auch hier mit Hilfe eines Speditionsvertrages einen Seehafenspediteur beauftragen, der sich dann vor Ort am Zielhafen eben um die Ware bzw. die Weiterverschickung der Ware eben kümmern kann. Wir haben nun also schon wieder sehr viel gelernt zum Thema Seefrachtverträge. Besonders wichtig sind hier die drei Begriffe, die wir aus den anderen Verkehrsträgern eben noch nicht kannten. Das ist einmal der Verfrachter, das ist also der, der wirklich den Transport durchführt. Dann haben wir den Befrachter, der ist der Vertragspartner des Verfrachters. Und wir haben den Ablader, das ist quasi ein Interessensvertreter am Ausgangshafen, der die Interessen des Befrachters eben vertreten soll.